Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video werde ich mich an Christian Wolf richten. Der ein oder andere wird ihn sicherlich kennen, ist ein erfolgreicher Unternehmer, ist auch in der Fitnessszene, in der Abnehmszene bekannt und ist dort auf jeden Fall tätig. Du wirst heute komplett abrasiert. Ich werde dich auf jeden Fall richtig auseinandernehmen. Definitiv nicht. Also es richtet sich nicht an Christian Wolf als Menschen. Ist ganz sicher ein dufter Kerl. Ich habe Respekt vor ihm, ne? Vor seiner Lebensleistung. Ich werde ihn nicht als Menschen bemängeln oder kritisieren, sondern sein Unternehmen. Und da ist er ja auch schon sehr oft in der Kritik gewesen, stand in der Kritik. Und das wird für ihn auch nichts Neues sein. Ich denke mal, er wird damit auch umgehen können, falls er das Video sehen sollte. Und deswegen möchte ich aus der Sicht eines essgestörten Menschen mal konstruktive Kritik dalassen, ihn nicht komplett abrasieren, ihn nicht fertig machen, sondern meine Gedankengänge als essgestörter Mensch, der an der Binge-Eating-Störung leidet und sich perfekt tiefenpsychologisch auskennt, möchte ich einfach mal meine Meinung dalassen. Und darum soll es dann eigentlich gehen. Natürlich wird der Titel jetzt ein bisschen plakativ, reißerisch sein. Verzeiht es mir bitte, damit einige Leute mehr draufdrücken. Ansage an Christian Wolf. Also, ich möchte gar nicht in Frage stellen, dass er gute Qualität benutzt, seine Produkte einen gewissen Qualitätsstandard haben. Er vertreibt, für die, die es nicht wissen, halt Proteinpulver, Junkie-Flavor, Nahrungsergänzungsmittel, soweit ich weiß. Und einige Dinge, die das Abnehmen erleichtern sollen, unterstützen sollen, dass man halt ja auf nichts verzichten muss, nicht das Gefühl hat, auf irgendwas zu verzichten, in Form von irgendwelchen Sirups, die du in deine Getränke mischen kannst, oder Junkie-Flavor, die für Geschmack sorgen in deinem Magerquark oder in deinem fettarmen Essen. Und das ist an sich ja auch eine gute Idee und es hilft auch ganz vielen unterstützend, um dabei zu bleiben, um nicht das Gefühl zu haben, auf irgendwas zu verzichten. Ich möchte, wie gesagt, auch nicht den Qualitätsstandard bemängeln, da steht mir gar nichts zu, da kenne ich mich auch gar nicht aus. Ich kann mir schon vorstellen, dass es Top-Qualität ist, das Ganze, dass da auch Hand und Fuß dahinter steckt, dass ich auch mit den Inhaltsstoffen auseinandergesetzt wurde und dass viele einfach, die ihn kritisieren, neidisch sind und ihm seinen Erfolg nicht gönnen, weil er ein Mensch ist, der aneckt, der seine Meinung sagt, der von sich überzeugt ist, das mit Recht. Und darum soll es hier überhaupt nicht gehen. Ich möchte ihm sein Geschäft nicht madig sprechen, kann ich auch gar nicht mit dem Video. Das wird wahrscheinlich auch nicht so viele Menschen erreichen. Darum soll es auch gar nicht gehen. Ich wünsche ihm den größtmöglichsten Erfolg weiterhin. Er hat ja auch sehr erfolgreich damit abgerissen. Aber ich möchte, wie gesagt, einfach auch mich mal ein bisschen einmischen und als essgestörter Mensch, der hier offen, ehrlich seinen Prozess zeigt, über seine Essstörung redet, sich reflektiert, euch wirklich an seinem Leben, an seinen Gedankengängen teilhaben lässt, sagen, was ich davon halte. Ich ziehe das so ein bisschen in die Länge wie so ein Kaugummi. Gleich werde ich sagen, warum es meiner Meinung nach nicht immer so förderlich ist, warum ich da Kritik äußere. Warum es dazu führen kann, Essstörungen noch mehr zu fördern oder entstehen zu lassen bei übergewichtigen Menschen oder generell Menschen mit Essstörungen. Also was ich jetzt davon halte, ist ja auch mal gut, so einen Gedankengang von mir zu hören, von jemandem, der betroffen ist und sich traut, das auszusprechen und auch weiß, wovon er redet, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, jetzt nochmal zu Christian Wolf. Ich habe auch mitbekommen, dass er damals auch übergewichtig war. Und dass er wirklich auch abnehmen konnte, allergrößten Respekt davor. Und da habe ich auch ein bisschen was von seiner Lebensgeschichte erfahren. Ich habe mir jetzt nicht alles reingezogen, aber das, was ich gehört habe, hat mich ein bisschen an mich selbst erinnert. Also bei mir war es noch in einem gravierenderen Ausmaß. Nicht nur, dass ich fast 200 Kilo wog zwischenzeitlich, sondern mich ja total komplett isoliert habe sozial. Vor Freunden versteckt habe, den Kontakt abgebrochen habe, mit dem Großteil meiner Familie nichts mehr zu tun hatte, 7-8 Jahre komplett von der Bildfläche verschwunden war, 7-8 Jahre nicht das Sonnenlicht gesehen habe, nicht mehr rausgegangen bin, mich so für mich geschämt habe, so starke Minderwertigkeitskomplexe hatte, das werden ja viele von euch wissen, die mich hier verfolgen. Und das war ja bei mir nochmal ein extremeres Ausmaß. Aber ich habe auch von ihm gehört, dass er sich auch zurückgezogen hat, nicht mehr so wirklich rausgegangen ist, sich minderwertig gefühlt hat. Und da fühle ich ihn. Und er wird sicherlich auch mich fühlen. Und ich habe größten Respekt, dass er da diese Situation etwas hat entstehen lassen. Das spricht ja für ihn. Und das ist stark. Und das ist sein Hack. Und das würde ich ihn auch niemals nehmen wollen oder können. So, also erstmal größten Respekt davor, wenn du das siehst. Und dennoch möchte ich halt auch ein bisschen Kritik äußern. Es ist geil, es hilft vielen Menschen unterstützend zum Abnehmen und es bockt auch. Und da gibt es Junkie-Flavor, Käsekuchen, Junkie-Flavor, Brownie und dies und das. Und es ist mega und es ist toll und viele haben dadurch auch abgenommen und sind ja unendlich dankbar. Das glaube ich dir auch und das will ich auch nicht schmälern, wie vielen Menschen du helfen konntest und die Lobeshymnen, die du bekommst. Und das hast du dir auch verdient. Darum soll es auch
soll es auch nicht gehen und auch nicht, dass es nicht helfen kann. Und nochmal, nicht um die Qualität der Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel oder Inhaltsstoffen kenne ich mich nicht aus, möchte ich mir nicht anmaßen. Und da glaube ich schon, dass da auf Qualität geachtet wird. Ich nenne auch jetzt nicht das Unternehmen, obwohl viele jetzt wissen werden, was Sache ist. Ich möchte in keinster Weise oder irgendwo das Unternehmen schädigen, dass das irgendwie negativ auf das Unternehmen zurückfallen kann, ne? Also in dem Fall, wenn die Leute nicht wissen, wer hinter diesem Unternehmen steckt und was für ein Unternehmen das ist, umso besser. Wobei das noch eine, meiner Meinung nach, ganz glimpfliche oder halt konstruktive Kritik ist, die einfach nur gut gemeint ist. Wenn du, Christian, falls du das siehst, hey, ich küsse dein Herz, oder halt jetzt an euch gerichtet, Leute, wenn der Christian sich das anschauen sollte, dann ja, wäre es doch cool. Ich kann mir denken, dass er nicht drauf reagiert, undercover-mäßig oder seine Leute hat, die das schauen. Aber das ist ja auch völlig okay, wenn er das sieht, reicht mir das schon. Und ich denke dann einfach mal, der hat das hier sehen hier. Und es soll sich einfach mal daran, so, wie soll ich sagen, an ihn richten, vielleicht auch was dahingehend, vielleicht ein bisschen zu überdenken, zu optimieren, wenn er nicht schon selber darauf gekommen ist oder daran gedacht hat. So, jetzt kommt es, Leute. Bisschen in die Länge gezogen, das Ganze. Es ist meine Art und Weise, ne, Spannung ein bisschen aufzubauen. Es geht nicht darum, dass mir das jetzt mehr Geld bringt. Ihr wisst, ich verdiene mit den Videos oder so kein Geld. Ich bin ein Typ aus dem Leben und möchte einfach heilen, glaube an meine Heilung und zeige ja meine Auf und Abs. Und egal, was andere von mir denken, ich habe meine klare Meinung. Egal, wie sehr ich noch in der Essstörung involviert bin, weiß ich, dass ich da rauskommen werde und kann ja auch schon Erfolge verbuchen mit dem, was ich abgenommen habe. Und ja, bin halt klar und überzeugt und ecke an und polarisiere, das wisst ihr. Also mir ist einfach nur daran gelegen, immer ehrlich meine Meinung zu sagen und nicht irgendwo irgendjemandem zu schaden. So, also okay, jetzt ein bisschen den Faden verloren, was ich sagen möchte. Es geht nicht ums Geld, es geht einfach nur um meine Meinung. Und mir ist dieses Thema Essstörung einfach sehr, sehr wichtig, ne? Weil ich tiefenpsychologisch als Betroffener, glaube ich, einzigartig gut über diese Thematik reden kann und das als so stark adipöser Mensch und ja, deswegen möchte ich sagen, Christian, und auch generell so an die Leute gerichtet, die sich die Protein Pulver Sachen, Chunky Flavor Sachen und Proteinriegel und Sirups in ihren Getränken reinballern. Meiner Meinung nach sind Menschen, die eine psychisch bedingte Essstörung wie die Binge-Eating-Störung haben, Gefühle damit kompensieren, aufgrund eines Traumata, aufgrund schwerwiegenden Problemen mit sich selbst. Und das halt auf mentaler Ebene, für die das einfach Emotionsregulation ist, das Essen. Und auch generell halt auch Menschen, die sich Nahrung verbieten, auf Nahrung verzichten, Lebensmittel in gut oder schlecht einteilen, auch wenn es keine psychisch bedingte Essstörung ist, sind sie gefährdet aufgrund dessen, wenn sie jetzt bei ihrer Ernährungsumstellung oder Diät, es sollte aber eine Ernährungsumstellung sein, das sollte ja jedem klar sein, ne, sind sie auf jeden Fall gefährdet, wenn sie dann temporär für eine Zeit auf diese sehr schmackhaften, guten, tollen Alternativen zurückgreifen, irgendwann irgendwo wieder rückfällig zu werden und dem Ganzen noch mehr zu frönen, den ganzen Lebensmitteln, die sie sich verbieten, die zuckerhaltig sind, die natürlich auch industriell verarbeitet sind und nicht so gesund sind. Und dann besteht die Gefahr nach ihrer Diät oder nach der Ernährungsumstellung bei dem Verzicht, dass sie dann auch wieder in großen Mengen zu den altgewohnten, für sie schädlichen Lebensmitteln, die auch von den Inhaltsstoffen schädlich sind. Aber ihr wisst ja selbst, ich halte davon nichts, man sollte nicht in gut oder schlecht einteilen bezüglich der Essstörung halt, das schadet einem nur, auch wenn es natürlich faktisch gesehen gute und dann halt auch weniger gute, also schlechte Lebensmittel gibt, finde ich, es schadet einem in dem Fall, weil man verzichtet dann auf die Dinge, die man jahrelang in hohen Mengen konsumiert hat, jetzt zum Beispiel auch als stark adipöser Mensch, wo man auch diese Zuckersucht entwickelt hat oder auch generell als vielleicht nicht so stark adipöser Mensch oder normalgewichtiger Mensch. Und der Körper ist ja auch sehr angefixt davon gewesen und je nachdem hat man es auch in großen Mengen vertilgt und ist hat auch eine gewisse Abhängigkeit und dieser Verzicht dann aber auch und sich irgendwo irgendwie dann auch damit selber zu suggerieren, du darfst diese Lebensmittel nicht essen, weil sie halt schlecht für dich sind, weil sie keine guten Nährwerte haben. In dem Fall, wenn du davon ablässt und loslässt und dann halt immer nur zu den Alternativen greifst in deiner Ernährungsumstellung und das bei deiner Diät,
Wie steht die Gefahr, irgendwann irgendwo dann wieder rückfällig zu werden, wenn du wieder anfängst, diese verbotenen, für dich verbotenen Lebensmittel, wo ich sage, du solltest es dir aus der Sicht eines essgestörten Menschen niemals verbieten lernen, damit umzugehen, das zu, wie soll ich sagen, zu managen, dass du das dir einteilen kannst und einfach einen Frieden mit deinem Essverhalten schließt. Und dann neigst du dazu, da auf jeden Fall läufst du Gefahr dann wieder, wenn du anfängst, diese Dinge zu essen, sie wieder in großen Mengen zu konsumieren, dich dafür zu verurteilen, wieder angefixt zu sein und nicht davon loslassen zu können, weil du ja in künstlicher Form, in von mir aus natürlich gesünderer Form, dann halt immer wie soll ich sagen, diese ganzen Pulver, diese ganzen Chunky Flavor und Sirup-Sachen zu dir genommen hast und deinen Körper dahingehend weiterhin das Gefühl gegeben hast, diese Dinge zu vertilgen, zu dir zu nehmen. Und dann bleibt dieser Drang, dann bleibt ja diese Lust, diese Sehnsucht. Und du bekommst aber nicht diese Befriedigung, die du als zuckersüchtiger Mensch eventuell, wenn du dich da nicht entgiftet hast und dafür gesorgt hast, dass dein Körper davon ablässt, bekommst aber nicht diese Art Befriedigung, die du als zuckersüchtiger Mensch davor gehabt hast. Und dann läufst du Gefahr und dann auch noch mit dem Mindset, dass das alles schlechte Lebensmittel sind, die du davor gegessen hast. Wenn du wieder anfängst, diese Dinge zu essen, da wieder vollkommen, ja, deine, wie soll ich sagen, deine Kontrolle zu verlieren und alles wieder in großen Mengen in dich hineinzustopfen, weil du es dir verbietest und dich dafür verurteilst. Und wenn dir das halt in dem Sinne suggeriert, diese Sachen, du isst weiterhin diese ungesunden, für dich verbotenen Sachen, die du hast, für die du dich ächtest, die du nicht mehr essen willst, die für dich schädlich sind. Und die isst du in einer gesünderen Form und du hast immer noch den künstlich herbeigeführten Geschmack in Form von Käsekuchen, Brownie oder hast nicht gesehen, aber kriegst nicht diese Befriedigung des Zuckers und diesen Kick, diesen Dopaminrausch und Ausschuss in dem Ausmaß, den du gewöhnt bist. Dann bleibt der Hunger, dann bleibt die Lust. Dein Körper hat dir das in dem Sinne nicht verziehen, hat sich das gemerkt. Vor allen Dingen, wenn du viele, viele Jahre so viel zuckerhaltiges Essen und in Form von einer Esssucht das Essen als Kompensationsmöglichkeit genutzt hast, bleibt dein Körper bei dieser altbewährten Überlebensstrategie, die dein Überleben sichert, meint der Körper zumindest auf körperlicher Basis. Der bewusste Verstand hat damit ja nichts zu tun. Das ist ein Unterbewusstsein, das ist, sind Mechanismen auf die heutigen Lebensumstände angepasst, dass dein Körper dann halt mit den Lebensumständen und all der gesunden, ungesunden Nahrung, die es zurzeit halt irgendwie gibt, die es in Supermärkten zu kaufen gibt, industriell verarbeitet, die gar nicht mehr so auf dich abgestimmt sind, auf uns, auf unser altes Programm, evolutionspsychologisch, biologisch, besser gesagt auf unsere Körper. Wir haben noch unser altes Programm und die heutige Ernährung, das, was du in den Supermärkten so an Inhaltsstoffen, was es da zu kaufen gibt und was du da vorfindest, ist einfach für uns nicht so vorgesehen. Und in dem Fall, ja, muss ich halt einfach sagen, dass es halt so ist, dass diese immense, ich habe ein bisschen den Faden verloren, aber dass diese, ihr wisst, ich mache das immer hier im OneCut, ich schneide auch nie die Videos, deswegen versuche ich jetzt wieder, mich hier so einzugliedern und in die Spur zu finden. Und ja, und deswegen halt ist es halt so, dass man da Gefahr läuft, wenn man diese Dinge sich künstlich herbeiführt, auch gesünder von mir aus, dann wieder dann angefügt zu werden, wenn du wieder zu diesen Sachen greifst, mit diesem Zuckerrausch, Dopaminrausch als deine Bewältigungsstrategie, um Gefühle abzumildern und dein Körper vergisst deine altgewohnte Bewältigungsstrategie nicht, vor allen Dingen in Notsituationen, wenn du wirklich mental am Ende bist und dein Körper meint, es ist jetzt der absolute Notfall eingetreten. Und dann machst du das mal, dass du wieder anfängst, Zucker zu essen, normalen Zucker zu dir zu nehmen und dein Körper merkt sich das und kriegt dann wieder den Zucker, den er vermisst hat, den er braucht, den er für sein Überleben ausgemacht hat und diese Dopamin- und Glücksgefühle und wird alles dafür tun mit den dazugehörigen Gedanken, Gefühlen, um dich wieder dazu zu bringen. Der Drang wird immer stärker und größer, als er ohnehin schon war. Und das passiert dann, wenn du das vorenthalten hast und dann nur zu diesen Alternativen gegriffen hast. Du wirst nicht dein Leben lang diese Alternative zu dir nehmen. Und das ist fatal, dann diese künstlich herbeigeführten Alternativen zu sich zu nehmen und auf andere Dinge zu verzichten. Und wenn du dann wieder anfängst, normal zu essen, die anderen Dinge zu essen, kannst du dann wieder zurückfallen und du frönst dem Ganzen dann auch und hast dann halt immer noch irgendwo einen Widerstand und eine Angst den ungesunden Lebensmitteln, den industriell verarbeiteten Lebensmitteln gegenüber. Und deswegen ist das einfach auf Dauer etwas, was für essgestörte Menschen die Gefühle damit regulieren, die hochgradig angefixt sind.
oder halt Angst vor den Lebensmitteln haben, ist das eine riesengroße Gefahr, dann wieder zurückzufallen, weiterhin seiner Sucht zu frönen, weil der Körper auch nicht diese Befriedigung bekommt und der Geist, den man sich erwartet, wenn man diesen zuckerhaltigen Geschmack hat, diesen künstlichen Geschmack hat, diesen Geschmack hat an die Dinge erinnernd, die für einen schädlich sind, wie Käsekuchen, Brownie. Und dann, wenn du dann mal wieder zu den richtigen Sachen isst, die du dir verbietest, auf die dein Körper dahingehend so anschlägt, diese schnell verfügbare Energie in Form von Zucker, und dann hast du ganz schnell den Salat als essgestörter Mensch. Eine Essstörung heilen kannst du damit nicht. Du kannst natürlich temporär durch diese Dinge unterstützend abnehmen und deine Erfolge verbuchen. Haben sehr viele auch bestimmt. Das hat geholfen, das hilft und das motiviert dich. Du hast das Gefühl, auf nichts zu verzichten. Aber dauerhaft, weil es nicht diese Ernährung ist, die du dein Leben lang beibehalten wirst, sehr wahrscheinlich ist es dann eher ein Schlag ins Gesicht und eher ein Reinfall, finde ich. Und da muss ich halt einfach sagen, natürlich, die Lebensmittel, die du so zu kaufen kriegst, die ganze Chemie und Glutamat und hast du nicht gesehen, ist für uns schädlich und das ist für unseren Körper eigentlich so nicht geeignet und wir sind dafür so nicht gemacht, auch wenn wir das irgendwie irgendwo doch schaffen, damit gut umzugehen und unser Körper ein Meisterwerk ist. Aber es ist, wie es ist, das sind die Lebensumstände, das ist das Spiel, so ist der Umstand heute, so leben wir, in dieser Welt leben wir und da müssen wir auch damit klarkommen, mit den Umständen, mit dem, was uns hier verkauft wird, mit dem, was wir in dem Supermarkt angeboten bekommen, ohne uns davor zu fürchten und vielleicht hier und da auch mal in Maßen zu irgendetwas zurückzugreifen und das zu essen und genießen zu können, ohne dass man jetzt Angst um seine Gesundheit haben muss und da einen gesunden Bezug zu bekommen und ja. Sein Essverhalten in den Griff zu bekommen, natürlich, aber größtenteils sich clean und gut und toll und mega ausgewogen zu ernähren, aber auch darauf zurückgreifen zu können. Und indem man dann nur auf künstlich herbeigeführte Dinge zurückgreift und alles andere verteufelt, ist das nicht das richtige Mindset für einen echt gestörten Menschen. Und das kann so fatal sein. Und das bemängele ich, dass es in meiner Meinung nach vielleicht natürlich unterstützend sein kann, dass es dir hilft, durchzuhalten, aber auf Dauer nichts gegen deine Essstörung machen kann und dass du ein essgestörter Mensch dahingehend bleibst, wenn du diese Dinge nicht verstehst, nicht Frieden mit deinem Essverhalten schließt und dahingehend auch natürlich mental an dir vor allen Dingen arbeitest, wenn du eine psychisch bedingte Essstörung hast und wenn du deine Glaubenssätze nicht umstrukturierst und nicht in dem Fall halt auch an dir arbeitest und neue neuronale Netzbahnen verknüpfst, in dem Fall mit den dazugehörigen Emotionen, ganz wichtig, prägende Ereignisse, die deine neue Überlebensstrategie werden müssen, die dein Körper auch annehmen kann. Wenn du das alles nicht schaffst und machst, wirst du so oder so immer essgestört sein. Aber ich finde, diese Dinge, die kann man natürlich zu sich nehmen, all diese Dinge unterstützend, aber man sollte sich dieser Wertigkeit bewusst sein und wissen, dass das nicht das Allheilmittel ist und auch sowas mit Vorsicht genießen. Darum geht es halt. Und dann hier an dich, Christian, wenn du das gesehen haben solltest, vielleicht ist es auch mal irgendwo irgendwie so eine Art und Weise, dass du da auch ein bisschen drüber reflektieren kannst. Okay, was willst du jetzt machen? Was sollst du jetzt machen? Sollst du das jetzt umstellen? Das ist dein Erfolgsgeheimnis, dein Erfolgsrezept und die Leute mögen das. Es ist, wie es ist. Vielleicht aber auf einen verantwortlicheren Umgang in dem Fall halt hinweisen. Das wäre doch cool. Ne? An deinen Produkten sollst du und wirst du wahrscheinlich auch nichts ändern. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Also wie gesagt, auch wenn es Ansage an Christian, ich hätte jetzt Christian Eckerling gesagt, Christian Wolf heißt, cooler Typ, Respekt vor seiner Lebensleistung, vor dem, was er geschafft hat und was er sich aufgebaut hat. Props gehen raus an dich, aber nimm das dir mal irgendwie vielleicht zu Herzen. Ich hoffe, du wirst mich dafür jetzt nicht hier ächten oder so. Ne? Ich bin einfach nur ein Typ aus dem Leben, dem die Essstörung echt zugesetzt hat, der daran zu knabbern hat, immer noch, der unter seinen Möglichkeiten aufgrund dessen bleibt, aber an sich glaubt und seinen Mund aufmacht als dicker Mensch, sich für nichts schämt, jetzt schon den Mut hat als dicker Mensch, während er essgestört ist, seine Meinung zu sagen, zu polarisieren, anzuecken und nicht erst, wenn er es geschafft hat. Das kann ja dann jeder. Und in dementsprechend sage ich dir auch meine Meinung und lass euch alle das wissen. Auch generell jetzt, das solltet ihr mit Vorsicht genießen, Leute. Auch wenn das sich jetzt an Christian Wolf richtet, in dem Fall habt ihr bestimmt auch für euch was mitgenommen und das nochmal überdacht, hoffentlich, dass ihr solche Dinge, diese Nahrungsergänzungsmittel, Proteinshakes und Chunky Flavors und Proteinriegel und Sirups mit Vorsicht genießen sollte. Nicht, weil es irgendwie schädlich sein kann, nicht, weil es für Heißhunger oder so sorgen könnte, darum geht es nicht, glaube ich auch nicht unbedingt, sondern halt auf Sicht eines Essgestörten, wenn man Essen verteufelt und also die alten schädlichen Lebensmittel und in Gut und Böse unterteilt, dass das und vor allen Dingen, wenn man sein ursprüngliches Problem gar nicht erkannt hat und gar nicht weiß, wie und warum sein Körper so funktioniert, wie es funktioniert, dass das für die einen dann schädlich sein kann, wenn man das nicht richtig anwendet. Darum soll es halt gehen, ja.
Ich küsse doch eure Herzen, Leute. Ciao, ciao.